Hi Leute, es ist wieder soweit, eine neue Folge von Let's Play Warhammer Dark Omen steht ins Haus und beim letzten Mal haben wir zwei richtig geniale Items abgestaubt, die wir noch nicht verteilt haben. Einerseits das Horn von Urgrog, das Gegner zum Flüchten bewegt, und ich habe mir inzwischen überlegt, eigentlich, ganz ehrlich, die Kanonen sind eigentlich prädestiniert dafür. Ich möchte nie, dass meine Kanonen in den Nahkampf verwickelt werden und deswegen einmal ins Hörnchen gepustet. Und schon sollten die Gegner flüchten, wenn sie denn in Hörweite sind. Ich habe keine Ahnung, wie weit Hörweite ist. Ja, wir werden sehen. Oh, und ich habe vergessen, da Einheiten zu ersetzen. So, und das Banner der Arkanen Wache. Schwierig. Wer bekommt dieses Banner? Ich hätte jetzt gesagt, eigentlich wäre es ja gut für unsere Infanterie. Kavallerie. Wäre ja richtig nice, so als Hexenjäger ausgestattet gegen gegnerische Schamanen. Der gegnerische Schamane oder Zauberer kann ja praktisch nichts machen, wenn das Banner der Arkane Wache auf deine eigenen Regimenter drauf sitzt. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn die alle noch ein bisschen höher vom Level wären. Aber ich glaube, ich gebe es momentan einfach der Infanterie. Und ja, doch, so machen wir es. So wird es gemacht. Ups. Speichern nochmal drüber vom letzten Mal. Genau. Und ja, setzen den Feldzug fort. Da er uns nicht mehr gebrauchen kann. Das kommt nicht überraschend. Hast du mit den Ogern gesprochen? Ja, und sie wollen sich uns anschließen und nicht mit Munz gehen. Das ist ein Angebot, das ich nicht ablehnen werde. Oger sind gute Kämpfer. Ja. Heiße sie willkommen, solange sie nicht zu viel Blut während der Schlachten trinken. Ah, Gruß, Hauptmann. Du sollst es nicht bereuen, die Oger auf deiner Seite zu haben. Wir sind zu allem bereit. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ja, machen wir das. Ohne viel Gelaber, weiter nach Kislev. Unsere eigentliche Einheit. Wir haben soeben die Grenze zu Kislev überquert, Morgen. Und schau mal, wer da auf uns wartet. Hauptmann Bernhard nehme ich an. Hallo. Ich bin Wladimir Sturmbringer. Und Wladimir. Zauberer der Zarin Katharina im Palast von Kislev. Ihre imperiale Hoheit haben mich als offizielle Eskorte durch ihr Lande zu euch gesandt. Ein zweiter Zauberer. Du hast einen beeindruckenden Ruf, Wladimir. Gleiches gilt natürlich für deine Zarin. Zu mir selber möchte ich nichts sagen. Aber die Zarin ist eine Frau, die über allen anderen steht. Sie sah dich kommen, als sie in den Eiskristall schaute. In diesem Kristall hat sie auch den Aufstieg der Untoten und ihre kalte, stille Invasion unseres Vaterlandes verfolgt. Es wird interessant sein, deine Zaren zu begegnen. Dann folge mir, Hauptmann. Ja, mach ich. Ja. Morgen, noch mehr Probleme. Lass mich raten, eine Horde Untote auf unserem Weg. Auf Anhieb richtig. Er kennt den Trick. Es sind seltsame, angsteinflößende Wesen. Die Bauern dieser Gegend nennen sie die Verfluchten. Kalte Tote, die warmes, lebendes Fleisch verzehren. Nach Sonnenuntergang öffnet niemand die Tür, wenn es am Bauernhof klopft. Und Kinder sind verschwunden. Wir werden den Verfluchten einen heißen Empfang bereiten. Halte die Truppen bereit. In die Schlacht! Ja, weil die Untoten klopfen nämlich nachts an die Tür. Und wenn jemand öffnet, dann kommt das erste gleich mit der Spruch: Hallo, sind Sie eigentlich brandschutzversichert? Ja, da würde ich auch die Tür nicht aufmachen, ganz ehrlich. Oder würde man Untoten wünschen, der mir zumindest das Gesicht wegfrisst? Ja. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Zauberer. Können wir ihm? Nee, können wir nicht das Buch wegnehmen? So, was machen wir denn mit diesem Zauberer? Ich meine, ich habe meinen Feuerzauberer. Der ist jetzt, denke ich, auf dem höchsten Level. Ja, er kann... Also,
ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber mit jedem Level des Einheiten aufsteigen, können sie ein Item mehr tragen. Und deswegen werde ich auch jetzt eben verstärkt die Einheiten leveln, die nur niedrig sind. Das heißt, hier meine Flagellanten, meine Infanteristen, ja, die Kavallerie braucht auch noch eigentlich ein Level, weil das Item eben extrem wichtig ist. Der Zauberer, temporäres Regiment, wird er uns bleiben, wird er nicht bleiben, keine Ahnung, aber hier der Feuerzauberer hat ja schon das höchste Level. Und ich würde ihm eigentlich gerne ein Item geben. Ach so, wir können uns natürlich auch anschauen, was er kann. Eiszauber ist eine ursprüngliche Form der Magie, die in den nördlichen Regionen von Kislev praktiziert wird. Ein Eiszauberer kann magische Energie dazu einsetzen, mit gefährlichen Zaubersprüchen Eis und Kälte heraufzubeschwören. Zauberer sind zwar im Fernkampf extrem stark, dafür aber im Nahkampf schwach. Stimmt nicht immer. Ein Zauberer kann niemals eine Rüstung tragen. Ja, viel Info ist das ja nicht. Ach so, genau, das Buch wollte ich mir anschauen. Buch von Aschur. Genau, auf 5 Sprüche erhöhen. Und der Stab von Jed macht eben unsere Zauber günstiger. Das ist die Frage, was möchte ich? Aber eigentlich, glaube ich, gebe ich ihm jetzt einmal das Buch, weil dann sehe ich mal, was für Zauber er dabei hat. Und dann können wir eigentlich unserem Zauberer irgendwie noch... Nee, der bringt es nicht wirklich. Aber einfach, damit er nur ein Item hat. Ja, einfach. Weil wir es können. So, und dann auf in die Schlacht mit den Untoten. Wir sehen gleich mal Zombies. Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über die Karte. Okay, das schaut schon mal sehr, sehr böse aus, als ob da Bogenschützen irgendwie sofort runterstürmen und uns beschießen. Da hinten ist ein Haus, das werden wir später zerstören, das sehe ich schon. Hier die Zombies und es geht hier so serpentinenmäßig hoch. Ansonsten eigentlich, da oben ist nur mehr ein Haus, das man zerstören kann. Aber ansonsten eigentlich wenig Interessantes. Auf jeden Fall. Gehen wir nicht da noch vor. Ganz ehrlich, keine Lust. Kanone, wie weit kannst du denn feuern? Bis hier zu den Steinen. Das ist okay. Alles, was Nahkämpfer ist, muss uns hier in diesen wirklich... Hey, komm raus. In diesen extrem schmalen Gang folgen. Oder eigentlich auf uns zustürmen. Der Mörser kann hier hochfeuern. Und zwar bis hierhin, wo dieser dunkle Streifen hier endet. Ich kann hier nach oben feuern und dann noch vor bis hierhin. Er kann hier runter problemlos bis zum Stein feuern. Könnten wir auch mal machen, einfach noch vorfeuern zu lassen. So. Der Zauberer. Schauen wir mal, was er kann. Eissplitter, Wind der Kälte. Was? Falken von Miska, Schild der Kälte, Magiebann. Weiß ich jetzt natürlich nicht, was die Sprüche machen. Hätte ich mir das anschauen können? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir nochmal kurz nach. Sorry, dass ich das jetzt da mache, aber... Wir können ja hier alles überspringen. Genau. So. Ja. Und... Kann man das anschauen? Ah, Feuermagie. Eismagie, hier.
Todesfrost. Okay, wenn der Zauberer in Bedrängnis gerät, wird er von einem eiskalten Nebel umgeben und alle in der Nähe befindlichen Körper verwandeln sich in Eisblöcke. Die geringe Reichweite des Zauberspruchs wird durch seine Effektivität ausgeglichen, denn Extremitäten gefrieren und zerbrechen, was schreckliche und oft tödliche Wunden bewirkt. Okay, Kältestoß. Durch diesen Zauberspruch wird ein eisiger Strahl ausgesandt, der alles, was sich in seinem Weg befindet, heftig angreift und dagegen kann keine Rüstung etwas ausrichten. Der Zauberspruch hat eine mittlere Reichweite. Okay, Eissplitter, den haben wir ja vorher gesehen, dass wir den im Repertoire haben. Scharfe Eiszapfen entspringen der Hand des Zauberers und fliegen zum Ziel, wo sie viele Wunden hervorrufen, es durchstechen und spalten. Das hört sich grausam an. Dieser begrenzte Angriff reicht nicht so weit wie die meisten anderen. Er ist dennoch effektiv, denn die tödlichen Eisennadeln lassen die Opfer erfrieren und zerspringen. Okay. Wind der Kälte. Der eiskalte Wind bläst zum Ziel und lässt gefrieren, was er erreicht. Die Reichweite des Zauberspruchs ist unvorhersehbar und variiert beträchtlich. Dafür machen ihm Hindernisse nichts aus und den in seiner Turbulenz Gefangenen nützt keine Rüstung etwas. Okay, das schaut so ein bisschen random aus. Schild der Kälte. Mit diesem Zauberspruch wird ein eisiger Schild geschaffen, der das gewählte eigene Regiment vor Geschossfeuer schützt. Nice. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Feind den Schild durchschlägt, ist gering und der Schild bleibt für kurze Zeit wirksam, bis er vom Zauberer aufgehoben oder abgebrochen wird. Okay. Der Schild bietet keinen Schutz vor Nahkampfangriffen und er wird automatisch aufgehoben, wenn der Betreffende den Nahkampf aufnimmt. Ah, okay. Gut zu wissen. So, was haben wir hier? Die Falken von Miska haben wir auch gesehen. Ein Schwarm kristalliner Falken erscheint am Himmel über den Köpfen einer nahen Einheit und raubt ihr mit seinem unheimlichen Kreischen die Nerven. Dadurch kann die Einheit vor Angst vom Schlachtfeld flüchten. Okay. Und Blizzard, ein fürchterlicher Schneesturm tobt um das nächste feindliche Ziel herum, sodass die Truppen nicht weiterkommen. Sie sind zeitweilig wegen des starken Windes und der beißenden Kälte unbeweglich, sodass sie nicht marschieren, kämpfen, schießen oder Zaubersprüche anwenden können. Okay. Kristallmantel. Der Zauberer ist von einem schimmernden Mantel von Eis und Schnee umgeben, der die Wirkung normaler Waffen verringern kann. Der Angriff einer magischen Waffe wird wie normal abgelenkt. Okay, zerstört allerdings den Schild, sodass der Zauberer weiteren Angriffen ausgesetzt ist. Ja, schaut auch gut aus und Magiebann kennen wir ja. Hat mich jetzt allerdings zu dem Schluss gebracht, dass wir dem Zauberer keine Items geben. Und außerdem hat es mir nur zu dem Schluss gebracht, dass wir Items umverlagern. Und zwar werden... Und zwar werden andere Einheiten eben den Schild von Ptolos bekommen, weil wir den Magier, den Eismagier im Hintergrund halten, zum Schutz und zur Abwehr, wenn unsere Fernkämpfer angegriffen werden. Und wir können ja unsere Fernkämpfer schützen gegen Fernkampfangriffe. Den Nahkampf sollen sie ja sowieso nicht aufnehmen, unsere Fernkämpfer. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich irgendeinem Nahkampfregiment. Wobei, das lassen wir momentan noch bleiben. Ganz ehrlich. Das lassen wir noch bleiben. Wir ziehen einfach mal so in den Kampf. Weil mit dem nächsten Level können unsere Einheiten dann mehr Items tragen. Und von daher passt das dann schon. Nichtsdestotrotz ziehen wir uns hier ein Stückchen zurück. Die Kanone wieder auf Mitte. Die hier hin. Ja, das passt. Den Feuermagier holen wir mal raus. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wie schaut es denn hier aus? Da können wir nicht drauf feuern, aber noch vor können wir feuern. Wenn ich die jetzt nach hinten nehme, geht es trotzdem nicht nach oben. Also... Bleibt er hier. Der Eismagier, wie gesagt, kommt noch hinten, hat jetzt mit dem Wind der Kälte, die Eissplitter, den Schild der Kälte und den Magiebann. Was hat unser Feuermagier mit?
Der hat mit eben den purpurnen Schwarm, den Flammensturm, Teleport, Flammenstoß, naja, nicht so berauschende Zauber, aber Flammenflügel und purpurner Schwarm in Kombination trotzdem sehr gut brauchbar. So, die Kavallerie soll zum Einsatz kommen, unsere Flagellanten, unsere Infanterie auf alle Fälle. Hier hinten noch ein bisschen zum Schutz. Die und die Oger sollen eventuell auch zum Einsatz kommen. Ach, na doch, das Herz der Trauer haben wir angeschaut. Ich habe mir das Item gar nicht angeschaut, was unsere Bogenschützen da aufgenommen hatten. Oder habe ich das? Doch, habe ich. Habe ich mir angeschaut. Das war dieses Horn. Das jetzt unsere... Genau. So. Ja, die marschieren jetzt mal runter. Ziel zugewiesen. Und... Will ich das... Feuer einstellen! Marschieren die wirklich runter? Bin mir nicht sicher. Schaut gerade nicht so aus. Jawohl, Sir. Jetzt nehmen wir mal unsere Kavallerie noch vor. Schaut eher aus, als ob sie die zurückziehen würden. Warum auch immer. Jawohl, Sir. Okay. Bogenschützen. Wow. Oh mein Gott. Ja. Hallo? Wir werden beschossen. Ja, ich hab's bemerkt. Lass den Scheiß, ganz ehrlich. Jawohl, Sir. Die sind von da ungefähr gekommen. So. Unsere Magier klären wir ausgestattet hier. Oh, der Sound. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Und tschüss. Jetzt natürlich hier meine Chance. Jawohl, Sir. Dieses Geräusch. What the fuck? Ganz ehrlich, was haben sie die Entwickler dabei gedacht? Jawohl, Sir. Feind gesichtet. Wir haben auf jeden Fall irgendetwas getroffen. Und die Einheiten, die hier runterkommen, solange es nicht allzu viele sind. Oh oh. Wir werden erschossen! Gut. Ja, ist ja klar, sobald die Einheiten runterkommen, werden wir gesehen. Fuck! gut. Ja. Munz ist. Ja, ja. So. Wir. Weiter. Go, go. Morgen. So, hier, da kannst du noch das mitnehmen. Und. Wir wollen nicht, dass Einheiten nach unten stürmen. Oder?
Wir schalten sofort das Katapult aus. Ich werde Option 2 wählen. Und vor allem werde ich jetzt einmal da drüber legen wir einen eigenen Speicherplatz an, damit wir den Dialog nicht jedes Mal haben. So. Nach hinten. Das war schon gut so. Hier raus. Hier raus. Der Wuselzauberer. Der böse Zauberer. Der Schutz. Die Armbrustschützen. Die Infanteristen. Flagellant. Oger. Ja. So. Sobald wir 3 Zauberpunkte haben, werden wir. Es wäre jetzt interessant, wo dieses Katapult steht. Wie gesagt, mit 3 Zauberpunkten gleich mal hier. Zauberschutz. Das Katapult steht vermutlich irgendwo hier. Ich brauche 1 Zauberpunkt zum Schützen, 1 zum Hinteleportieren, 1 zum Wegteleportieren und 1, um das Katapult anzuzünden. Das heißt, mir fehlt noch 1 Zauberpunkt. Den warte ich jetzt auch geduldigst ab. Teleportiere hoch. Und zünd sofort die ganze Bude an. So. Jawohl, Sir. Feind gesichtet. Feind gesichtet. So, damit sollte das jetzt abbrennen. Sehr gut. Und bevor die uns jetzt alle entdecken, teleportiere jetzt hier rauf. Oh, das war fehl. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Vorwärts! Feind gesichtet. Oh oh. Unheiliges Leben durchflutet mich. Feind gesichtet. Puh. Spruch unwirksam. Okay. So, bleiben wir versteckt? Feind verloren. Das ist jetzt die Frage. Bleiben wir... Ja, wir bleiben versteckt. Und da hinten sind nur Bogenschützen, die wir unbedingt vernichten sollten. Ja, ja. Vorwärts! Feind gesichtet. Feind gesichtet. Ja, jetzt stürmt natürlich alles auf uns zu. Oh oh. Tja, ich hatte nicht mehr Zeit, um da jetzt eine größere Strecke zurückzulegen. Aber zumindest haben wir die Bogenschützen hier mal dezimiert. Schauen wir mal, können wir den Feind erreichen? Verloren. Nee, können wir nicht. Wir können jawohl, allerdings Sir. Hier bombardieren. Weil die Truppen, die werden jetzt nach unten marschieren, definitiv. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dass wir hier irgendwie, ohne die jetzt auszudünnen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Der Schamane ist da rübergelaufen vorhin. Wäre jetzt interessant, den aufzumischen. Ich hoffe, ich warte nur kurz den Zauberzyklus ab. Wenn ich Zauberpunkte verliere, wäre das dumm. Nee. Ich bekomme sogar einen. Wir teleportieren rauf. Feind gesichtet. Jawohl, Sir. Steht aber rum. Ja, Milord. Oh oh. Vorwärts! Angriff! Feind gesichtet. Okay, da war er. Ziel zugewiesen. Okay, da sind Zombies. Ja, Milord. Feuer! Feind verloren. Ja! Ziel es verloren. Es ist nicht so schlimm, dass wir hier den Feind verloren haben. Feind gesichtet. Vorwärts! Feind gesichtet. Das Wichtigste ist momentan, dass wir jetzt keinen groben Fehler mehr machen. Jawohl, Sir. Vorwärts! Jawohl, Sir. Zu den Waffen! Na komm! Jawohl, Sir. Angriff! Ziel vernichtet. Ja, Milord. Zum Angriff! Sir! Attacke! Wir stürzen uns auf die Zombies. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Feind gesichtet. So, Feind wir gesichtet. Können da auch ein Stück noch vor. Das ist Feind jetzt gesichtet. Kein Problem. Okay. Und wir werden beschossen! Ja, ja, ich weiß. So. Vorwärts! Wir werden beschossen! Auf geht's! Wir schießen auf uns! Ich weiß, ich muss noch ein Stück noch vor. Yes! Attacke! Feind gesichtet! Zum Angriff! Zum Angriff! Feind gesichtet! So, Freund! Jawohl, Sir! Du hast keinen Zauberschutz drauf. Du musst verbrennen. Feind gesichtet. Hallo? Ja, Milord. Verdammt, wir haben unsere Ogre verloren. Wir werden beschossen. Ganz ehrlich, der muss normal verbrennen. Ich spiele jetzt trotzdem weiter, aber wenn wir die Ogre Feind gesichtet. Verlieren, das ist mir ziemlich egal. Feind vernichtet. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Aber der Schamane, also, was halte ich denn wir hier noch fest? Angriff. Feind gesichtet. Heiliges Leben durchblutet mich. Wir werden beschossen! Was für ein Mist momentan. Ach, ganz ehrlich. Ja, ja. Oh, ich hätte die ganze Zeit bombardieren können. Vorwärts! Vorwärts! Hallo, gehen wir hier ran. Wir werden beschossen!
den Kampf! Sollen jetzt verbrennen? Wir werden beschossen! Meine... Ernsthaft? Ach, verdammt. Ja, das war... ziemlich schlecht. So. Die Map ist aber auch nicht einfach. Muss ich jetzt zu meiner Verteidigung mal sagen. Okay. Bringt es wirklich was, dass wir da hinten stehen mit allen unseren Einheiten? Bedingt. Auf jeden Fall sollten wir hier diese... diese Deckungen nutzen. Ich kann auch hier alles beschießen. Bis hier hoch. Okay. Kann den Weg hier absperren. Das ist schon mal gut. Kanone. Auch bereit. Ich hätte mit meinen Nahkämpfer jetzt einfach nicht vorrücken sollen. Das war schon... Ich werde es wieder so machen. Das war schon okay. Ich hätte mit meinen Nahkämpfern einfach nur nicht vorrücken sollen. Das war jetzt im Prinzip der einzige Fehler, der einzige schwere Fehler, den ich gemacht habe. Das ist auch okay so. Ich hätte nämlich dann ohne Probleme eigentlich den Schamanen oder den Hexenmeister oder whatever festhalten können. Und hätte damit eigentlich ganz leichtes Spiel gehabt. Aber nein, der gute Matthias ist ja so übereifrig, ja, und denkt sich, na, geht er heute einfach mal vor. Macht er jetzt nicht mehr, sondern er teleportiert sich wieder rauf, zerstört das dumme Katapult mit dem Wuselzauber. Bombardiert jawohl, hier ein bisschen rum. Wobei. Hier irgendwo. Hier jawohl, Sir. Stehen doch diese Bogenschützen. Die sind natürlich jetzt eigentlich ein bisschen gecheatet, weil wir schon wissen, wo die Einheiten stehen, aber. Ja, irgendwas haben wir getroffen. Und ganz egal, was es ist gut. So. Wuselzauber, hinteleportieren, verbrennen, wegteleportieren. Wuselzauber. Hinteleportieren. Ja, Milos. Sich drehen. Feind gesichtet. Verbrennen. Feind gesichtet. Wegteleportieren. Jawohl, Sir. Ich komm da bis hoch. Ziel zugewiesen. Feuer! Sehr gut. Ziel vernichtet. Das war jetzt auf jeden Fall wichtig. Jawohl, Sir. Jetzt werden da gleich die Zombies runterkommen. Ziel zugewiesen. Feuer! Auf die wir jetzt gleich mal fahren. Ziel zugewiesen. Feind gesichtet. Schauen wir rauf. Wie es hier aussieht. Mit Bogenschützen und so. Jawohl, Sir. Okay. Kann ich noch nicht erreichen von da, wo ich stehe. Vorwärts! Feind gesichtet. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Jawohl, Sir. Unheiliges Leben durchflutet mich. Die stehen jawohl, auf jeden Fall hier. Feind gesichtet.
Feind vernichtet. Wir werden beschossen! Ja, ich weiß, das... verdammt! Ich habe nicht auf meine Zauberpunkte geschaut, zum Glück gehabt. Wir werden beschossen! Feind gesichtet. Jawohl, das haben wir gleich. Wir werden beschossen! Spruch unwirksam. Feind gesichtet. Schützt der Lump dort tatsächlich seine Fernkämpfer? Feuer! Feind gesichtet. Feind gesichtet. Zu den Waffen! Ich protestiere, Milor. Ja, dann teleportier halt vor. Ist Feind mir doch gesichtet. Egal. Hauptsache, du kannst da noch festhalten. Ich protestiere, Milor. Vorwärts! So. Feind gesichtet. In den Kampf! Zu den Waffen! So, wir schicken jetzt Doris noch vor. Wir werden beschossen! Ja, ich kann jetzt momentan leider wenig dagegen machen. In den Kampf! Wir werden beschossen! In den Kampf! Feind gesichtet! Zum Angriff! Vorwärts! Wir fürchten den Feind! Auch dagegen kann ich momentan wenig machen. Ich kann hier nur ein bisschen Unterstützung bieten. Einfach, verbrennen, was geht, und aufhalten, was geht. 3, da haben wir noch 7, 16, die sind eigentlich noch gut aufgestellt, 80. Okay. So. Wir werden beschossen! Okay. Hat sie jetzt alles auf einen Schlag gelöst? Okay, der will definitiv die hier. Feind vernichtet. Oh oh. Wir werden beschossen! So, der kann nicht mehr viel Zauberpunkte haben. Jawohl, Sir. Zu den Waffen! Zum Angriff! Die Frage ist, was macht er? Teleportiert er sich weg? Oder bleibt Vorwärts. Er einfach im Kampf? Zu den Waffen! Wir werden beschossen! Zum Angriff! Wenn er im Kampf bleibt, ja, muss er meiner Meinung nach eigentlich sofort fallen. Ja, Milor. Und ihr seht schon, sobald man... Wir werden beschossen! Ja, ihr habt ja noch genug Einheiten, hallo? Sobald man mit den Nahkämpfern ins Gefecht zieht, wird ein Kampf ums Vielfache teurer. Mal schauen. Wo seid ihr denn? Vorwärts! Jawohl, Sir. Wir schießen auf uns. Ja, ich weiß. Feind gesichtet. So, jawohl, ist ja nur noch einer. Der müsste jetzt eigentlich sofort verbrennen. Go, go, go. Verbrenn. Burn. Ja, Milord. Ja, das meine ich auch. Also ganz ehrlich, ab und zu einfach null Damage. So, und da oben sind auch noch welche. Wie bekomme ich denn die jetzt am besten? Vermutlich einfach wieder mit Zauberer-Action. Sauberer-Zauberer-Action. So.
ein Zauberpunkt muss noch sein. Ja, Zauberschutz brauchen wir jetzt nicht mehr. Der Zauberer ist tot von denen. Ja, sehr schön. So. Okay, man kann den nicht aufstecken. Warum sollte man auch? So, ich hoffe, ich teleportiere jetzt nicht direkt in irgendwelche Gegner. Jawohl, Sir. Doch. Feind gesichtet. War ja klar. Ja, Milord. Und jetzt runter. Feind gesichtet. So. Tschüss, Midü. Das ist natürlich eine extrem gemeine Taktik. Aber die Bogenschützen, ganz ehrlich, die Loki, so aus der Reserve. Ich hab keine Lust, dass ich meine eigenen Truppen da alle opfert. Nur weil da irgendwo ganz oben ganz dumm Bogenschützen stehen, ja? Pff. Mann, was zur Hölle? Warum sollte ich? So. Jawohl, Sir. Dann hätte ich gesagt, bilden wir eine Gasse. Sir. Die Gegner werden jetzt nach unten stürmen. Vorwärts! Und wir werden ihnen einen, ja, recht eisernen Empfang bereiten. Sage ich euch. Der wird so aussehen, dass man mit unserer Kanone und unserem Mörser einfach mal so richtig losfeuern. So, zwei Zauberpunkte ist mir zu wenig, um nur mal noch den Bogenschützen zu sehen. Deswegen warten wir kurz ab. Wir können allerdings hier unsere Großschwerter mal noch vorholen. Die brauchen wir da hinten eigentlich nicht mehr. Weil wenn jetzt irgendwas durchbricht, dann ist es vorher durch alle unsere Nahkämpfer marschiert und dann läuft ja, sowieso was falsch. Ja. Zauberpunkte haben wir genug. Oh, das Geräusch. Ich liebe es. Ist es nicht traumhaft? So. Schauen wir mal, was wir das... Feind gesichtet. Zum Angriff! Feind gesichtet. Ja, das sind sie. Viel zu weit weg für meinen Geschmack. Haha. Das ist noch fieser als vorher. Tüdelü. So. Vorwärts. Wo ist denn der Rest der lustigen Gesellschaft? Ah? Wo ist er? Hallo? Rest? Das waren vorhin nur mehr Einheiten. Hier runter sitzt. Oh, oh. Gesichtet. Verdammt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Sorry. Ich hätte nicht fragen sollen. Ja, Milord. Ja, Milord. Na, kommt. Kommt. Put. Ja, Milord. Put. Ich habe mir entschlossen, nicht mit der Kanone zu schießen, sondern mit den Armbrustschützen. Und ich möchte die Einheiten auch, ehrlich gesagt, nacheinander haben. Feind gesichtet. Genau, da kommen ja von hinten noch alte Bekannte, die Whites. Okay. Das genügt mir, genug gelockt, die Kollegen. Die werden jetzt hoffentlich... Werden sie nicht? What? Hallo, runter mit euch. Runter.
Egal, dann kommen eben die Whites zuerst. Und was ich jetzt noch mache, so, die mir richtig drehen. Und ich werde dann hier, wenn es kritisch wird für meine Bogenschützen, dass die irgendwie in Bedrängnis geraten sollten, dann werde ich eine Flammenwand aufziehen. Vorwärts! Damit dann nichts wirklich zustürmen kann auf meine heißgeliebten Armbrustschützen. Das sind ja keine Bogenschützen, das sind Armbrustschützen. So, die können ein Stück vor, die können ein Stück vor. Das genügt. Ja, Milord. Es ist jetzt einfach nur, um die Gegner hier auszudünnen. Und okay. Ich habe jetzt bewusst nichts unternommen, weil ich nicht meine Einheiten hier in die Mitte stürmen lassen wollte. So, mal schauen, ob wir es damit ablenken können. Also vom Weg abbringen, meine ich damit. Mal schauen, wie viel Whites. 8 weit stehen noch. Feind gesichtet. Zum Angriff! Zum Angriff! Wir fürchten den Feind! Vorwärts! So, ihr würdet es natürlich absolut nicht hören, dass meine Infanterie da aufgemischt wird. Deswegen mache ich ja jetzt kurz ein bisschen Luft für einen taktischen Rückzug. So, kurz einmal da einen Stoß durchgejagt. Und jetzt ist ein guter Moment, denke ich. Probieren wir einmal den Zauber aus, der würde mich interessieren. Ah, die sind ja vor Magie geschützt. Ha! Leute! Sag ich jetzt was. Na? Ach, das ist natürlich auch ein bisschen dumm, weil der Zauber natürlich sofort die Wirksamkeit verliert. Dafür kann ich da mit allem reinballern. Ups, das war nicht gut. Mit allem reinballern, was ich so habe. Jawohl, Sir. Werde es aber jetzt bleiben lassen, also. Schauen, wie viele sind denn da noch übrig? Einer! Der letzte Krieger! So, Einsatz beendet. Sehr Wir schön. Waren siegreich. Ja, und damit die Bauern nicht mehr Angst um ihre Türen haben müssen, verbrennen wir einfach das Haus rundherum. Vorwärts. Dann erübrigt sich ja die Frage mit der Brandschutzversicherung. Boah. So. Brenn. Tu es. Brenne. Hallo? Ja, jetzt brennt's. Mal schauen, ob die irgendwelche magischen Artefakte bei sich zu Hause in der Scheune horten. Es sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Hier oben, da ist auch noch ein Häusle. Oh, aber zu Hause war jemand. So, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Zack.
brennt, glaube ich, schon, oder? Ja, brennt. Vorwärts! Mal gucken, weil es letztes Mal so schön funktioniert hat. Ich glaube zwar nicht, dass jetzt wieder irgendwas im Busch, na, im Stein ist. Aber wer weiß. Probieren kostet jetzt nichts. Von daher. Einfach mal versuchen. Wer weiß, vielleicht kommt hier was raus. Zack, zack, zwei Feuerbälle. Auf geht's. Ja. Kurz noch schauen. Zwei Zauberpunkte, die verschießen wir noch. Wenn nichts rauskommt, dann lassen wir es aber auch bleiben, weil ich glaube nicht, dass ihn. Der Stein ist ein bisschen sehr unauffällig. Nee. Da ist nichts drin. Mit jeder gewonnenen Erfahrungsebene erweitern ihre Regimenter ihre Fähigkeiten und können einen magischen Gegenstand mehr tragen. Ja, habe ich ja schon mal erwähnt. So, die Armee der Untoten konnte ihren Marsch auf Kislev nicht aufhalten. Richtig. So, ein bisschen was müssen wir ersetzen. Die sind ja nicht so teuer. Die Bogenschützen haben jetzt das höchste Level erreicht. Okay. Ja, das schaut eigentlich ganz gut aus. Die Erfahrungspunkte schauen wir sie kurz an. Die Kavallerie hat einiges abgestaubt. Haben die schon das höchste Level? Nee, haben sie nicht. Ups. Wollte ich nicht. Die Flagellanten. Ja, die Flagellanten. Die haben sehr viele Erfahrungspunkte abgestaubt. Auch der Minenwerfer, die Oger. Auch schön, der Feuerzauberer. Ja, braucht es eigentlich nicht mehr wirklich. Aber so eigentlich ganz nett. Die Flagellanten beinahe ein Level up. Die Kavallerie, die Infanterie, also alle nahe am Level up. Gefällt mir ganz gut. Wir speichern und ich sag für dieses Mal wieder danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wieder mal auch meine Fails. ja, nichtsdestotrotz, es gehört zum Spiel dazu, auch ab und zu mal zu versagen. Und ja. Ist auch ganz lustig, wenn man mal so einen richtig derben Fail macht. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei Let's Play Warhammer Dark Omen. Dankeschön und tschüss.